Wie sehen Aliens aus? Außerirdisches Leben könnte ganz anders aufgebaut sein als wir. Vielleicht basiert es auf Silizium. In diesem Video gibt es bizarre Darstellungen von Silizium-Aliens, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Sagte schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. Tut mir leid, dass ich euch direkt mit hochtrabender Philosophie quäle, aber ich finde, dass dieses Zitat sehr gut ausdrückt, dass wir immer noch nicht so richtig wissen, was Leben ist. Ich meine, ich bin mir sicher, dass ich lebe und ihr auch, wahrscheinlich. Leben ist jedenfalls ein faszinierendes Phänomen, das auf der Erde in zahlreichen Formen existiert. Aber was definiert Leben? Im Allgemeinen umfasst es die Fähigkeit, sich zu entwickeln, zu wachsen, sich zu vermehren und auf äußere Reize zu reagieren. Viren spricht man deswegen beispielsweise die Eigenschaft als Lebewesen ab, weil sie sich nicht eigenständig vermehren können. Das ist Diskriminierung! Nieder mit der Virophobie! Leben basiert auf einer komplexen biochemischen Grundlage, die aus einer Vielzahl von Molekülen besteht. Und unter diesen Molekülen nimmt Kohlenstoff die wichtigste Rolle ein. Man kann sagen, Kohlenstoff ist das grundlegende Element des Lebens auf der Erde. Ohne Kohlenstoff gäbe es euch nicht. Und auch kein anderes Lebewesen auf diesem schönen Planeten. Und das liegt an seinen speziellen Eigenschaften. Und sorry, jetzt müssen wir etwas das Wissen aus dem Chemieunterricht in der Schule auffrischen. Die Fähigkeit des Kohlenstoffs, sogenannte starke kovalente Bindungen einzugehen und stabile Moleküle zu bilden, macht ihn ideal für die Komplexität und Vielfalt der biochemischen Prozesse. Kohlenstoff kann nämlich bis zu 4 chemische Bindungen eingehen und bildet die Grundstruktur der organischen Moleküle, einschließlich der DNA, Proteine und Kohlenhydrate. Und diese Moleküle sind absolut entscheidend für die Funktionsweise von Zellen und den Aufbau des gesamten Organismus. Jetzt höre ich aber schon einige von euch schreien: Kohlenstoff hin oder her, das Wichtigste für das Leben ist doch Wasser. Wasser ist natürlich ein weiterer absolut essentieller Bestandteil des irdischen Lebens. Wasser ist ein sehr gutes Lösungsmittel und spielt deswegen eine große Rolle bei biochemischen Reaktionen. Es ermöglicht zum Beispiel den Transport von Molekülen und die Aufrechterhaltung der Zellen. Darüber hinaus ermöglicht Wasser die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen, die für die Struktur und Stabilität der biologischen Moleküle von großer Bedeutung sind. Das sollte also Grund genug sein, immer schön hydriert zu bleiben, Leute. Dieses Video wird übrigens nicht gesponsert von der Wasserlobby. Leider. Obwohl Kohlenstoff das vorherrschende Element des Lebens auf der Erde ist, spielen auch andere Elemente eine wichtige Rolle. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und viele andere Elemente sind in verschiedenen biochemischen Prozessen unverzichtbar, denn sie bilden die Grundlage für den Energiehaushalt und den Stoffwechsel in lebenden Organismen. Aber die Basis ist Kohlenstoff. Die große Frage ist ja jetzt: War das Zufall? Ist es eine rein irdische Entwicklung? Oder ist das Leben vermutlich überall im Universum kohlenstoffbasiert? Und da wir bisher noch kein außerirdisches Leben gefunden haben und nur uns als Studienobjekt haben, kann man hier seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und vor allem aus Sci-Fi-Filmen und Romanen kennen wir die Idee, dass Leben auch siliziumbasiert sein könnte. So zum Beispiel der Exogorth aus Star Wars Episode 5. Und auch die gruseligen Xenomorphe aus der Alien-Serie sind siliziumbasierte Lebensformen. Aber warum gerade Silizium? Erkläre ich euch, nachdem ich euch nochmal darauf hingewiesen habe, dass ihr mir sehr mit einem Daumen nach oben für das Video helfen könnt. Also alle mal den Like-Button drücken. Silizium weist einige chemische Ähnlichkeiten mit Kohlenstoff auf und wird deswegen oft als vielversprechender Kandidat für eine alternative biochemische Basis betrachtet. Doch wie realistisch ist die Vorstellung von siliziumbasiertem Leben? Läuft irgendwo auf einem Exoplaneten wirklich der Xenomorph rum? Vielleicht. Denn Silizium ist ein chemisches Element, das sich direkt unter Kohlenstoff im Periodensystem einreiht. Es kann ähnlich wie Kohlenstoff bis zu 4 Bindungen eingehen und komplexe Moleküle bilden. Und Siliziumverbindungen wie Silikate kommen in der Natur in großen Mengen vor und bilden den Großteil der Gesteine und Mineralien auf der Erde und vermutlich auch auf den meisten Exoplaneten. Das spricht also schon mal dafür, dass statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit nicht gering ist, dass sich Leben auf Siliziumbasis entwickeln könnte. Doch jetzt kommt ein großes Aber. Ein kleines Problemchen liegt in der Stabilität der chemischen Bindungen. Während Kohlenstoffverbindungen relativ leicht gebrochen und wiedergebildet werden können, sind Siliziumbindungen sehr stabil und schwer zu lösen.
Dies würde die Flexibilität und Dynamik der biochemischen Prozesse einschränken, die für das Leben ja wesentlich sind. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass Siliziumleben sehr unflexibel ist und evolutionäre Prozesse nur im absoluten Schneckentempo geschehen könnten. Das wiederum lässt es unwahrscheinlich erscheinen, dass eine intelligente außerirdische Spezies, die ja nach allem, was wir wissen, eine lange Evolution durchgemacht haben müsste, auf Silizium basiert. Außerdem gibt es auch nur begrenzte Möglichkeiten für Silizium mit einem Lösungsmittel zu interagieren. Wasser, das ja auf der Erde als Lösungsmittel für biochemische Reaktionen dient, könnte in einer siliziumbasierten Biochemie nicht in der gleichen Weise verwendet werden. Funktioniert nicht. Als Alternative könnte aber zum Beispiel flüssiges Methan funktionieren. Und wie wir aus unserem eigenen Sonnensystem wissen, existiert das auf fremden Himmelskörpern. Der Saturnmond Titan ist übersät mit Seen und Ozeanen aus Methan. Wenn wir irgendwann den Titan genauer untersuchen und dort Lebensformen finden, wird es also super interessant zu sehen sein, ob die vielleicht siliziumbasiert sind und als Lösungsmittel Methan verwenden. Das wäre dann natürlich ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass dies überall anders im Kosmos auch geschehen ist. Die Existenz von siliziumbasiertem Leben in unserem Universum ist also möglich, aber es braucht sehr spezielle Bedingungen, eben wie auf dem Titan. Also eher kalte Orte mit dichter Atmosphäre und flüssigem Methan. Unwahrscheinlich wäre solches Alien-Siliziumleben mangels schneller, flexibler Evolution eher so ein bisschen primitiv. Aber warum eigentlich bei Silizium stoppen? Vielleicht gibt's ja auch pizza-basierte Lebensformen, wie mich. Das Universum ist gigantisch. Wir sprechen allein in unserer Milchstraße von mindestens mehreren 100 Milliarden Planeten. Also warum sollte es nicht noch alternative Systeme geben, die auf anderen Elementen als Kohlenstoff oder Silizium basieren? Einige Elemente, die potenziell eine Rolle im außerirdischen Leben spielen könnten, hatten wir ja schon. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Phosphor und Schwefel zum Beispiel. Diese Elemente sind ja auch auf der Erde weit verbreitet und stellen zwar nicht die Basis des Lebens dar, spielen aber eine wichtige Rolle. Ich meine, versucht mal den Sauerstoff in eurer Wohnung zu entfernen, dann werdet ihr das schnell Was ist zum Beispiel mit stickstoffbasiertem Leben? Stickstoff ist ein vielseitiges Element und kann stabile Verbindungen eingehen. Stickstoffverbindungen wie Ammoniak könnten als Lösungsmittel dienen, ähnlich wie Wasser bei kohlenstoffbasiertem Leben. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass bestimmte Mikroorganismen auf unserer Erde in stickstoffreichen Umgebungen existieren können. Es ist ein bisschen zweifelhaft, ob stickstoffbasiertes Leben in der Lage wäre, die Komplexität und Vielfalt des Lebens auf der Erde zu erreichen, aber primitive, stickstoffbasierte Alien-Lebensformen auf irgendeinem mit Ammoniak geflutetem Exoplaneten? Warum nicht? Und das Spiel kann man mit sehr vielen weiteren Elementen treiben. Phosphorbasiertes Leben? Theoretisch möglich. Bor, Schwefel, Arsen und sogar Metalle wie Eisen könnten alternative biochemische Grundlagen bilden. Wir wissen es schlicht nicht, da wir Leben nur von der Erde kennen und eine Statistik mit nur einer Vergleichsgröße ist so ein bisschen, naja. Wir können nur von den chemischen Grundlagen ausgehen und die sagen uns, dass Leben theoretisch auf einer Vielzahl von Grundlagen basieren kann. Unsere derzeitigen Methoden und Techniken zur Entdeckung von außerirdischem Leben sind allerdings vor allem auf kohlenstoffbasiertes Leben ausgerichtet. Und die Frage ist, ob wir uns damit nicht selber so ein bisschen die Möglichkeit verbauen, außerirdisches Leben zu finden. Mich würde mal sehr eure Meinung interessieren. Ist kohlenstoffbasiertes Leben der Standard im Universum? Also sind Aliens meistens so aufgebaut wie wir? Oder ist das eine extrem geozentrische Perspektive und Leben besteht in allen Formen im Universum? Schreibt mir super gerne mal eure Einschätzung in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir eine spannende Diskussion ans Laufen kriegen. So Leute, und jetzt nutzt mal eure kohlenstoffbasierten Fingerchen, um mir zu helfen, die 150.000 Abonnenten voll zu machen. Ich stehe nämlich ganz kurz davor und ich weiß, dass viele von euch zwar zuschauen, aber noch nicht abonniert haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt ändert. Danke, Leute. Bleiben wir mal in den Weiten der Galaxis. Dort pulsiert nämlich auch gerade der Riesenstern Betelgeuse vor sich her und vielleicht steht nun die Supernova endlich bevor. In den letzten Tagen ist seine Helligkeit um 50% gestiegen und die Chancen stehen so hoch wie noch nie, dass wir bald die spektakuläre Supernova am Himmel von der Erde aus sehen können. Alles dazu und wann wir mit der Supernova rechnen können, erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann holt euch doch in meinem Weltraumshop einen flauschigen Plüsch-Pluto oder eine flauschige Plüsch-Erde. Jeder Kauf hilft mir wirklich sehr, den Kanal weiterzuführen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!